Hey, willkommen zurück zu Sack Corner. Heute geht es für uns nach Duisburg, zu uns zu zeigen. Ich hoffe, ihr habt daran Spaß. Ich werde jetzt nicht ganz so viel vloggen, da wir hier ziemlich viele Schüler und Leute mich umhören. Daher nur dann in Duisburg, dass wir dann anfangen und euch viel Spaß. Gleich am Kölner Hauptbahnhof, dann haben wir 10 Minuten zum Umsteigen. Ich gucke nochmal, ob ich hinten und die ganz neuen Ausstellungen für die Teamsachen zeigen kann. Ausstieg und, in ja, Richtung links. Die nächste ist es dann. Ich mache mich dann schon mal so weit und wir bekommen noch ein bisschen was an Footage. Kann man leider nicht mit dem 9-Euro-Ticket benutzen. Schade. So, dann. Gleis hier, genau. Ah, super. Gleich in 10 Minuten ungefähr in Duisburg und ich würde dann sagen, ja, ungefähr eine halbe Stunde und dann sehen wir mal Norbert und sagen ihm Hallo. Ich hoffe, ja, es ist nicht ganz so langweilig für euch, mir beim Zufahren zuzusehen, aber als Vlog kann dann glaube ich nichts anderes machen, daher sorry, aber wir sehen uns gleich dann.
Das Gefährlichste, was passieren konnte, natürlich, ich finde einen Asiaten. Da habe ich mich diesen Monat schon voll überschätzt. Egal. Zumindest ist das alles hier gesund. So, angekommen einmal in Duisburg. Ich hoffe, ja. Das Ganze geht schnell. Ich snacke mal kurz mein Essen. Wurde auch schon gerade schon von jemandem angesprochen wegen irgendwas, aber ja. Dann gucken wir jetzt mal schon mal, wo die Bahnen sind, dass ich ungefähr in die Nähe komme. Leider könnt ihr mir gerade keine Kommentare schreiben, dass sie mir etwas bringen, aber wir finden es schon. Gleichzeitig zu essen und zu filmen ist eine Herausforderung. Boah, ist das lecker. Eine Teigtasche, gefüllt mit Reis und Hähnchen. Ist richtig lecker. Ja, machen wir mal kurz eine Pause und dann geht's weiter. Aber schon gesehen, wo die Treppen sind. Daher. Bis gleich. So, wie ihr seht, bin ich jetzt nicht mehr in der Bahn, sondern eventuell sind wir noch ein bisschen weiter weg vom Zayak, als ich sein wollte. Weil die Bahn ist irgendwie kaputt gewesen. Probleme beim Bremsen und ich habe jetzt echt keine Lust nochmal mich mit allen Leuten da unten reinzuquetschen. Das war echt eng. Dann laufe ich lieber hier durch die Affenhitze. Yeah, wir sind da. Zur Zayak. Dann auf, geh mal rein. Gleich erstmal schön den Gimbal vorbereiten und ihr seht es glaube ich gerade auch an mir, ich bin fertig. Ich bin echt mitleid mit jedem, der jetzt gerade PV machen muss. Da musste ich ja auch mal schön auf so einem Dach hier wie auf dem Zayak eine Photovoltaik drücken. Oh. Dann gehen wir mal rein, sagen allen Hallo und fragen mal nach, wie es so aussieht. Und es gibt Eis. Super geil. So, jetzt sind wir am Zayak angekommen. Leider ist, nachdem ich gehört habe, der Chef nicht da.
Also muss man später eventuell überlegen, ob wir das Geschenk dann dementsprechend für ihn deponieren können. Eventuell noch eine kleine Karte schreiben können. Und ja. Das gehört auch zu dem Krokodilsgehege schauen. Krokodil. Kleine Krokodile mit Guppies drin. Machen eine Runde hier in der Terroristik und gehen dann nach und nach mal überall mal lang. Wir haben ja Zeit und noch genügend. Noch Guppies. Kleine Schildkröten. Das sind Köhlerschildkröten, ne? Ah ja, steht hier auch drauf. Das ist immer günstig. Das sind hier nicht eigentlich über 1000 Euro. Also falls ihr gerade welche sucht, große Schildkröten, da habt ihr welche. Oh, ein Gelbkopf. Ein Schildkröten. Oh. Sehr gute Idee. Hallo. Hallo. Wer bist du denn? Hier. Das muss ich ehrlich mal sagen. Da würde ich mich auch wieder da hinten einfach so schön einfach mal hinlegen. Seht ihr es? Fast am Einschlafen. Hallo. Wer bist du denn? Du bist sicher in deiner Häutung. Du musst mal riechen. In der Hand gerochen. Oh, ist der hübsch. Ah, genau, okay. 2 Meter Abstand. Das machen wir nicht. Ich möchte auch nicht an die Gehege fassen, nicht mal wegen irgendwas, sondern auch eher meinen Fingern zuliebe. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt schon. Letzte Woche hatte ich schon ein paar Stiche bekommen mal. Fand ich jetzt nicht so geil. Und ihr wisst ja, mir passiert das nicht sehr häufig, dass ich von irgendwem mal angegangen werde. Hallo. Ihr seht das gerade nicht, ich bin ein bisschen schön. Das sollten wir mal ein bisschen aufnehmen, gucken eventuell, weil bei mir im Becken sieht es ja nicht mehr ganz so schön aus im Top an einigen Stellen. Mitnehmen kann ich jetzt gerade auch leider nichts, weil gar keinen Lagerplatz und alles und aber. Für so Ecken, also auch wenn ihr Pflanzen und so haben wollt, also Kakteen haben sie anscheinend genug. Zilantien. Oh yeah. Oh, die Fuchsi ist so toll. Die habe ich ja auch. Diese Zilantien und die. Ah, doch, das ist Futter gerade am Trinken. Da ist noch einer. Gott, sind die schnell und gut getarnt auch.
Pikabu. Er spielt Pikabu mit uns. Ach, und da hinten ist noch einer. Also wer den da oben auch noch gesehen hat, oder wenn ihr noch mehr seht, zeigt, schreibt es mir in die Kommentare rein. Das ist ja mal der Hammer. Super schön. Jetzt weiß ich, warum ich komplett fast arm geworden bin in diesem Laden. Der Online-Shop ist schon schlimm. Also einige Online-Off-Top-Sachen, die ich gerade sage, wenn es euch auch betrifft, ne, sagt es einfach mal mit rein. Ah, oh, Nolis. Oh, so süß. Hallo. Die Rot. Die kenne ich sogar gar nicht. Wir haben ja den Grünen zu Hause. Auch sind die hübsch. Das ist der Froschkollege. Oh mein Gott. Ah, oh, Krokodilschwanzechsen. Also ich gehe mal ganz kurz hin. Ich will ihn nicht erschrecken. Hallo. Bist du am Filter? Ne, er hat keine Lust. Er ist scheu. Ist der hübsch. Also, das ist ja wieder mal typisch. Und das, was auch Norbert sagte, wir können hier, oh Gott, tagelang verbringen. Leguane und alles, egal was ihr hier braucht. Also, was kriegt ihr hier? Axis. Selten Axolotl gesehen. Hallo. Oh, sag jetzt nicht, dass sie total. Oh mein Gott, sind die auf. Oh nein. Ist das süß. Und sag nicht, die sind total auf Leute und auf Bewegung ab. Da sind noch so ein paar dicke. Ist das süß. Hallo, kleine Maus. Richtig geiles Terrarium. Ist auch hier oben mit der Sprühanlage drin und ich guck mal ganz kurz. Also in einem Oktagramm, also in einem, oder ja, Okta, also ja, ein Achteck. Ja. Hallo. Hallo. Oh, die Krokodilschwanzechsen sind so schön. Hallo. Und wie interessiert die meisten Tiere hier auch an den Leuten sind. Also, ich kenne definitiv einige Läden, die nicht so gut mit den Tieren laufen, wo du eigentlich eher mal versteckt dich suchst. Oder auch in Zoo Köln war das ja auch das Thema. Da ist eigentlich nichts gesehen. Und von den Becken her an einigen Stellen, gerade wenn mein eigenes privates Oscar-Becken schöner ist als das, was ich halt in einem Zoo sehe, dann weine ich, ganz ehrlich. Und also hier ist top. Froschi! Ein Moosfrosch. Okay.
Eine Hawknose. Hallo, kleine Schätze. Hallo. Nee, Vorglitz. Da fühlen sich jetzt meine beiden, die waren ja jetzt schon so alt und hatten jetzt leider was und dann sind sie beide nacheinander relativ schnell gegangen. Da sind ein paar Erdbeerfröschchen. Mein Gott. Hallo. Die sind ja richtig interessiert an einem. Also es ist ganz anders als bei meinen Froggies. Die Optik mal zu haben, zwar ohne Norbert, ist ja mal cool. Ich werde hier auch nicht alles aufnehmen können. Also falls jetzt irgendwer sich fragt, warum war ich jetzt nicht in der Ecke und warum habe ich euch nicht das gezeigt? Ach, das ist ja, unmöglich. Aber so ein bisschen zeige ich euch mal hier. Oder was ich auch benennen kann, dass ich jetzt nicht unbedingt jede Echse und jeden Fisch kenne. Verzeiht es mir bitte. Ich versuche es auch so ein bisschen abzulesen. Wir kennen hier den Zoo-Cheat. Zum Beispiel das hier ist ein Schwarzkehlbaran. Ah, und eine Ellie, die voll Schluck auf hat. Und da sind die Atter. Brauche ich gar nicht mal zu gucken. Die Atterblattschneider, die er hatte. Ja, sind immer noch alle da. Immer noch die beeindruckendste Ameise, die ich kenne. Und falls ihr mal irgendwie gucken wollt, Gynäkologe und also Güne wie Güne von Ameise und noch einer aus der Ameisenfreunde-Gruppe auf Facebook haben die hier aufgebaut. Einfach mal nachfragen, falls ihr daran Interesse habt, wie sowas geht. Die Tiere bekommt ihr natürlich wahrscheinlich über Norbert oder über Antstore. Aber ja, so eine Atter wollte ich auch schon immer mal haben. Ist halt auch richtig cool, gerade da die Pilzbecken da oben gezogen werden, die sie ja essen, weil sie essen nicht unbedingt die Blätter. Die Blätter benutzen sie, um da drin diesen Pilz anzusetzen. Und das Abfallbecken ist ja auch nochmal eine ganz andere Nummer als das, was wir bei meiner Mesorbarbe haben. Also ja, Größe ist halt, ne? Ich stelle mich mal ganz kurz ein bisschen daneben. Also vergleicht das mal. Ellie daneben ist schon, das ist höher als ich. Könnt auch super, super toll bei Atas nämlich so einen Aufbau machen und die über eure ja, Decke und so rüber jagen. Da gibt es auch, glaube ich, jemanden, den ich auf YouTube gesehen habe, der die über die Decke auf ganz, ganz feinen Nylon-Drähten laufen lässt und so und die ganze Bude voll mit Atter. Natürlich so, dass er sie kontrolliert laufen lässt, wo er möchte. Aber das sieht so wahnsinnig aus einfach. Also ja. Rufensnack. Giant Snack. Giant Snack. So was hatte ich noch nie auf der Hand, noch nie auf dem Arm, noch nie irgendwo dran.
Nee. Hallo. Süß, wenn die noch klein sind. Sulawesi Segelechse. Ah, da kennen wir ja einige Sachen schon, die da rauskommen. Schade, dass so wenig Leute die Sulawesi Inlandsgarnelen haben. Also selbst wenn ich jetzt hier fragen würde, nope. Bin, glaube ich, NRW-weit so einer der wenigen, die überhaupt halten haben. Ist immer schade. Genauso wie Pandinus viatoris und so ein paar andere Arten, die halt eher auf Messen gehalten werden oder auf Messen verkauft werden. Finde ich ein bisschen schade. Aber falls ihr dann mal Lust habt, die Pandinus nachzuchten, die wollte ich Norbert halt alle anbieten. Und ja, wenn ich ihn auch mal fragen soll oder halt, wenn ihr halt irgendwie Malawa-Shrimps, also diese Sulawesi-Inlandsgarnelen haben wollt, könnt ihr auch gerne mir Bescheid sagen und dann sende ich Norbert gerne ein paar rüber. Gerade in den Sulawesis habe ich ja eine Zucht, die ist ja Wahnsinn. Schön. Ein Beckenbecken. Die Mitarbeiter sind auch alle gut beschäftigt im Moment. Er muss unbedingt raus. Ah, Watergaben sind toll. Und war halt immer schön, die haben wir ganz viel dann auch raufgetan. Wir hatten so eine Fischerreuse. Mhm. Und dann in die Sonne gegangen. Und dann in die Sonne, das fand ich ganz klasse. Ja, ich habe von meinen so eine Vogelbarriere im Garten. Das finde ich auch gut. Ja, wir sind halt im ganzen Tag an. Jo. Hallo. Hast du heute noch nichts zu essen gehabt? Oh. Du bist ein Pancake. Ich würde dich ja schon fast gerne mitnehmen, ne? Ganz ehrlich. Aber wir haben schon zu viele Tiere. Deswegen nehme ich euch nur auf. Achtung, lebende Tiere sind von uns aus ausgeschlossen. Ja, wer sich auch für ein Tier entscheidet, sollte das auch komplett durchziehen. Da bin ich kompletter Meinung. Also hier. Ne? Überlegt es euch 2-3 Mal. Das ist das, was ich euch im Kanal immer wieder sage. Und nicht einfach nur so eine kleine Mini-Entscheidung oder so. Und selbst wenn ihr wisst, ich kann mir Sachen ab und zu spontan mal holen. Wenn ihr das wirklich wisst, dann macht das auch. Aber macht das vernünftig. Die ganzen Spinnenterrarien, ne? Ja. Farben sind ja der Hammer. Die sind immer so teuer. Das ist
echt. Ja. Sieht halt echt schön aus. Ich mag sowas. Gerade Vogelspinnen haben sowas Schönes und Ruhiges an sich, was ich echt sagen muss, das sind tolle Tiere. Was so groß zu tun habt, aber dann werden die ähnlich gehalten wie die Mantiden, einfach in. Das ist cool. Meine Hose rutscht. Ach, und der Imperator, der Pandinos, der Imperator. 149 Euro. Krass. Wie groß sind die eigentlich? Die muss ja riesig sein gegen meine. Und hier sind wir wieder bei Schildkröten. Ah, Wasserschildkröten. Ja, das wäre ja wohl eher was, was mir auch Spaß machen würde. In Gelbang, ne? Ja, Schmuckschildkröten. Nicaragua Schmuckschildkröten. Das sind schon richtige Schmuckstückchen. Da gebe ich denen recht. Und er hängt da auf ihr drauf. Also im Schwimmunterricht würde man sagen, das ist Zoppen. Wie gesagt, entschuldigen, wenn ich eher so random in Sachen reinhalte und gar nicht erst so richtig weiß, wo nicht alles reingehen soll. Oh, kleine Krebse. Oh nein, die haben die Landeinsiedlerkrebse jetzt wirklich. Das ist jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einsiedlerkrebse. Da ist einer drin. Oh mein Gott, ist das cool. Jetzt erklärt es auch, warum denen nie im Gegensatz zu mir die Videotiere rausgehen. Wir haben alles. Alles, alles, alles da. Oh nein. Dendrobates Azureus wollte ich unbedingt als ersten Frosch damals haben. Oder halt den Tinctorius. Tinctorius hatte ich auch Angebote für. Dann wurde es aber dann doch der blaue. Also halt der Amazon Milk Froggy. Hallo. Geckos sind einfach cool. Hallo. Da hatte ich gerade noch einen gesehen. Ne, da hinten. Ja, das war Imitator, genau. Und noch mehr. Ah, wo ich hier gerade sehe, Jungferngecko und Frösche. Normalerweise Frösche sollte man immer unbedingt alleine halten. Jungferngeckos hier, wie den da oben, den ihr da gerade gesehen habt, die lassen sich aber trotzdem sehr gut vergesellschaften anscheinend. Und das Coole an Jungferngeckos sind, die sind halt alle weiblich eigentlich. Also es gibt Männchen, aber die klonen sich quasi einfach selber, immer weiter. Die brauchen keine Männchen zum weiteren Fortpflanzen. Das finde ich so cool. Die verscheuchen sogar die Männchen, weil die keine Ahnung haben, was die mit denen anstellen sollen. Richtig so.
Eltern sozusagen nicht gefallen. So, machen wir gleich mal meinen vom Laden. Ach, da mal sogar. Schön, so süß. Die stimmt auch mal eine ganze Zeit noch bei mir auf der Wunschliste. Bis mir Marc dann mit der scheiß Riesenschildkröte da ankam und ich totaler Fan von der Schnappschildkröte geworden bin. Hier einer. Ich weiß nicht genau mehr welche und so. Das ist auch die, die ihr bei Clint's Reptile seht. Ja, Schnappschildkröten sind gefährlich. Das braucht ihr mir nicht in die Kommentare drunter zu schreiben. Ich habe keine. Hallo. Bist du auch so ein kleiner? Hallo, Saga. Diese Bäckchen, die die immer haben. Hallo. Nee, du kommst hier nicht hin zu mir. Tut mir leid. Entschuldigung. Ja, jetzt sind wir hier bei der Aquaristik. Hier sind die ganzen Piranhas. Hier waren mal die Arowana drin, die ich so richtig toll fand. Und was soll ich dazu noch sagen? Jetzt sind riesige Piranhas und ich glaube hinten ein Kaku. Das muss ein Kaku sein. Hallo. Oh, der da oben hat kein Auge mehr. Aber warum machst du kein Auge? Okay, für den schlechten Witz bekomme ich definitiv jetzt schon mal 5D-Abos. Bitte nicht, bitte nicht, abonniert mich nicht. Hallo. Die Leute sagen, Piranhas seien irgendwie gefährliche oder fiese Fische. Guck mal, die meisten gucken einfach nur blöd. Haben Hunger, stehen in der Ecke. Der hinten versteckt sich. Das ist halt so das typische Spielchen bei Piranha. Also effektiv machen sie halt gar nichts. Wenn ihr wirklich irgendwie einen aktiven, mega coolen Fisch finden wollt, also findet ihr ja genügend bei mir auf dem Kanal. Ich habe euch ja mal ein paar vorgestellt. Und ja, Piranha ist so das Gegenteil von aktiv. Also die Fischi-Plüschis. Bisschen Dunkelheit machen, damit ihr es auch seht. Ich finde es schön, die haben hier einige Bällchen und echt nur Plüschis und so gestaltet. Es sieht eigentlich echt süß aus. Man könnte es auch echt zu Hause machen. Also wenn ihr Lust auf sowas habt. Oh, Lebensgeschein. Schön. Eine Korallenschreck. Oh, guck mal, wie mini die sind. Guck mal, da ist mein Finger daneben. Mini-Korallen. Ja. Ich kann Grundeln. Süß, süß, süß. Heute müssen die Großen hier richtig cool. Das meinen die Leute in den Kanälen immer wieder. Dass, also ich kann es ja nie ganz beurteilen, wie das ist mit dem Leuchten und den fluoreszenten Farben, weil ich habe ja kein Meerwasser. Ich kann das nie beurteilen. Und gerade hier auf der Kamera, ich sehe jetzt gerade den Unterschied. Eigentlich kann ich die Kamera schon ausmachen, also ganz ehrlich. Kauft euch die Dinger wirklich und guckt sie euch zu Hause an. Da
Das ist ja der Wahnsinn. Das sind Nachzuchten. Cool. Und tun sie auch noch was Gutes für die Umwelt. Ah ja, der Zeiger hält Hunde, ist voll scheiße. Meine Fresse, ey, guckt euch hier das Fitterbecken mal an. Alles mit Lebendgestein noch, dass du halt holen kannst und so. Ich glaube, dazu muss ich dann nicht mehr dazu mehr sagen. Ich habe null Ahnung von Meerwasserakustik, aber es sieht immer so beeindruckend aus. Deswegen laufe ich jetzt auch gerade erstmal in den Bereichen rum, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe, meine Freunde. Ach, guck mal hier, die Bank kennen wir doch. Nun, dann laufen wir halt hier rum, haben alle keine Ahnung und wir finden es einfach nur schön. Die Doktorfische da. Boah, das ist alles am Leuchten. Richtig bescheuert am Leuchten. Also selbst jetzt, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt, ist ein bisschen foggy das Wasser. Ne? Also es ist jetzt nicht glasklar. Aber. Ist halt beeindruckend wie Sau. Da ist das Rundbecken, das Jimmy mal putzen sollte. Ja, okay, wir halten nicht auf den offenen Teil da unten. Wird wahrscheinlich auch noch gerade teilweise dran gearbeitet, aber noch mehr Korallen, die nachzucken, noch mehr Fische, die sich drum kümmern. Ich glaube, die werden da mal. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare alle rein. Jemand, der sich mit Meerwasseraquaristik auskennt. Warum sind in diesem Fracking-Becken immer Fische drin? Weil zum Beispiel, er nippt ja jetzt da dran und Ich verstehe das nicht so ganz so. Da hinten ist meine Abteilung, aber ne, wie gesagt, schreibt das mal in die Kommentare. Und das ist der Grund, warum ich mal zu Zayak gehe, wenn ich irgendwas bestellen muss. Du kriegst ja einfach jeden Scheiß. So von der Farbe finde ich übrigens die hier immer richtig cool. Ich habe keine Ahnung, wie das Zeug heißt. Das ist aber mega cool. Na, das weiß ich, aber das ist ein Seeigel, ne? Ein riesiger Seeigel. Und der bewegt sich auch. Yes. Ah, und da hinten ist das Quallenbecken. Sind auch noch Quallen drin oder kommen wir zu spät ohne Quallen? Norbert schon alle verkauft. Wahrscheinlich hat er alles schon verkauft. Voilà. Ja, da drin sind keine Quallen mehr, leider. Schade. Ja, um ausgewiesen. Hättet ihr bestimmt auch gerne gesehen, so ein paar. Alles hier europäische Nachzuchten, deutsche Nachzuchten. Falls ihr mal wissen wollt und ihr nicht wisst, woran man das erkennt, ab und zu so auf einen Blick, DNZ bedeutet natürlich deutsche Nachzucht und EUNZ ist europäische Nachzucht, dann gibt es noch USNZ und so, also ne, so ein paar Sachen, die interessant sind, wo man dann weiß, wo es herkommt. Ist aber echt beeindruckend. Achso, und ihr wohnt natürlich alle in einem Becken und du räumst auf. Hast du deine Wohnung schön sauber gemacht für uns? Das ist aber lieb. Das ist aber lieb. Du bist mein liebes Fischi. Jo. Ist das schön.
Nemos und Max. Also ne Clownsfischis und so, aber. Ja, die Schwarzen. Die wollte ich unbedingt mal haben. Ich finde die so schön. Okay, ich glaube, das erklärt mein, oder, ihr seht ja immer meinen Klamottenstil. Dass mir so etwas halt gut gefällt, ist, glaube ich, klar. Und dann sind wir jetzt hier in der Abteilung für mich. Große Fische, große Süßwasserfische. Hallo. Mhm. Die Rotflossen-Antennenmesser da hinten noch ein. Da hatte ich schon einen entdeckt. Ah, oh da, direkt hier. Wenn ihr mal eine schlechte Entscheidung treffen wollt, ne, holt euch die. Ich halte mal nur kurz meine Hand ungefähr daneben, damit ihr es seht. Moment. Ne? Die werden Biester. Aber ich finde die so schön. Das sind halt wirklich meine liebsten Fische. Ja, guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Er ist am Lächeln. Er ist einfach nur ein toller Dicky. Dahinter Pangasius, finde ich auch super, aber wird halt riesig alles. Ujo, hallo. Die sind so toll. Zur Info, die spüren alles durch die. Also, jetzt mein Witz, selbst das hier merkt ihr. Ich habe da mal einige Sachen gelesen, dass diese Antennen super. Super, super empfindlich sind. Und jetzt außerhalb des Beckens teilweise Druck und Luft merken. Das ist total Wahnsinn. Falls ich damit falsch liege, auch wieder unten in die Kommentare rein. Ich werde ja gerne auch eines Besseren belehrt. Ich kann es auch mal raussuchen, ob ich den Beitrag finde, wo ich das gelesen habe, wie empfindlich die sein sollen. Und dann können wir es nochmal vergleichen. Ganz kurz einen kleinen Cut gemacht, damit ich mir auch mal den Arm ein bisschen ausruhen kann. Jetzt sind wir bei den Malawis angekommen. Mit einigen kleinen Buntbarschen und wie gesagt, ja, das ist eine ganz böse Abteilung für mich. Ja, alles bunt und abgefuckt und nein. Die sind alle immer schlecht gelaunt. Finde ich gut. Nein, Spaß. Aber oh, guckt es euch an. Es gibt in einem Malawi-Becken und im Malawi-System eigentlich keine Farbe und keine Kombination in irgendwelchen Farben. Irgendwas, was ist das denn? Blau, Rot, Gelb, Grün gibt es glaube ich auch schon gesehen, gestreift, gepunktet, ne? Also ihr kriegt alles da. Gerade der Malawi in Afrika ist so ein besonderes Biotop. Und jeder, der sie halt hält, ich erzähle euch ja nichts Neues. Ich frage mich so ein bisschen, wenn Norbert dann heute nicht da ist, dann wird er wahrscheinlich wieder am Dreh sein. Dann kriegen wir wahrscheinlich die Tage wieder ein richtig schönes Video. Daher freuen wir uns halt auch schon darauf. Dry Start. Bubble Cruiser. Das ist schön. Richtig schön gemacht hier alles. Boah, so die große Skala.
Dann schon wieder. Ja, ja, wir warten. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen auf den Boden, weil ich den Leuten natürlich nicht ins Gesicht halten will. Das macht man nicht. Die Kunden wollen ja noch Kunden sein. Und ja. Was für ein Wetter wollt ihr? Welche Farbe? Wir haben alle. Das ist mein vernünftiger Neonbesatz. Farb. Von der Menge und der Größe her, also die könntest du eigentlich schon in den Becken halten. Ja, ich bin echt beeindruckt an einigen Stellen. Ja, ich versuche so ein bisschen möglichst viel abzudecken. Und ab und zu bin ich jetzt auch nicht ganz mit dem Gesicht auf der Kamera festgeklebt, weil ich möchte die Sachen ja auch sehen. Entschuldigt, dass ich nicht immer alles direkt anstrahle. Guppies, ne? Ja. Ah, da ist ein Cherax. Oh, wie süß. Wie cool. Na, echt hier alles. Schönes Becken. Gerade hier der Lotus. Ganzen Pygmy, also die Mini-Wälse, hier Korridore sind alles die Pygmys. Die Mitarbeiter hier können echt schön skaten. Einige Sachen nicht gesehen, in anderen Läden, die nur halb so geil aussehen. Wer hat noch den Aal? Wer ist noch da? Hallo Elektro-Aal. Zitter-Aal ist so süß. Ja, das dicke Gesichtchen. Knutschgesicht. Obwohl ich glaube, knutschen will ich ihn nicht. Wo ist Norberts Panaka eigentlich? Das interessiert mich gerade so ein bisschen. Ist ja auch ein. Hallo. Oh, die Skalare sind ja der Shit. Ja, das ist ja riesig. Also der ist größer als ein Alto. Also das ist der größte Skalare, den ich in meinem Leben gesehen habe. Alter, ist der riesig. Mal guck mal. Er ist riesig. Das ist eine Hochzucht. Also was ich auch noch in dem Skalar-Video sagte, haltet die Tiere echt nicht irgendwie in so einem kleinen Becken unter 700 Liter oder 500 Liter unter 80 Höhe. Also einfach nicht. Schlechte Idee. Ui, hallo.
Ich glaube, ich gehe jetzt hier nicht zu lange rein oder zu schnell rein. Ihr seht ja Diskusse und sind alle so ein bisschen empfindlich. Ich bin auch jetzt nicht der riesige Diskus-Fan. Die sehen schön aus und alles. Könnt ihr ja mal kurz gucken. So, das reicht an Diskus. Ja, sonst kommen wir ja auch echt nicht weiter. Ich habe an jeder Ecke gleich hängen bleibe. Und hier gibt es Kaffee. Dann würde ich sagen, mache ich mir meinen Kaffee. Was kostet der? Latte. 2 Euro. Schon meine 2 Euro. Ja, ihr seid leider in meiner Hand fest, deswegen war Pizza gerade so ein bisschen. Ja, ich kriege 2 Euro. Ich habe eine Latte. Sorry. Währenddem ich mir einen Kaffee mache. La 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 la. Ja, ein almost broke, aber ein scheiß Kaffee geht immer. So oft wie ich heute schon irgendwie geflucht habe, wundert euch nicht, ich lasse es einfach drin, das Video ist eh nicht monetarisierbar. So, kommt wieder ran an meine Brust. So eine schöne Ecke, ne? Guck mal, mit ganz vielen Eimern. Die wolltet ihr unbedingt mal sehen, ne, von dem Laden. Das war das, was ihr noch nicht kanntet. Ujo. Ujo. Ich bin jetzt hier nur ganz schnell. Ich, wie gesagt, bin jetzt nicht unbedingt ganz so mit dem Hundeverkauf. Das ist nicht meins. Die sind süß, aber. Ja, das hier ist eher meins. Hallo. Soll ich nicht drüber reden oder reicht das als Kommentator? Wir könnten die roten Köpfchen bald als neuen Moderator einsetzen, die reden mehr als ich.
einmal ein schönes Eckern alle. Ja, Eckern alle mit Kopfhörern, ne? Hallo. Hallo. Oh, ist der süß. Kleine Eulen. Bald habe ich eventuell einen Falknerschein. Gott, schnell weg hier. Aber eigentlich wollte ich keine Vögel haben. Also mit den Hühnern. Falls sich jemand wundert, warum. Aber ja, ich wollte halt wirklich in Hellental nochmal dann aushelfen, sobald ich ein bisschen mehr gelernt habe. Und auch weiß, wie das jetzt mit der neuen Ausbildung aussieht in den Zeiten. Aber ja, ich glaube, ich würde mal sagen, wir machen mal kurz eine Pause. Die Kamera fühlt sich auch schon richtig heiß an. Ihr kennt das ja bei der A7, glaube ich, mit der halben Stunde. Und ja, dann kann ich mal meinen Kaffee in Ruhe trinken. Gucke ich in meine Terroristik, ob dann halt irgendjemand kurz mir aushelfen kann und mir sagen kann, ob er für Norbert was hinterlegen kann. Das wäre super, super toll. Und in dem Fall dann. Brokatbarben in Fett. Alter. Also ja, ich mache jetzt mal eine Pause und dann bis gleich. So, und dann geht's mal weiter vom Brokatbarben Aquarium dann mal rüber zu den Aalern. Und ich glaube, ich wollte auch noch mal mit euch noch mal rausgehen. Das dürfte ja auch jeden mal interessieren. Also hier die ganzen verschiedenen Becken. Egal, was ihr haben wollt, ich habe ja auch zwei Becken von hier. Meins war ja sogar noch eine Maßanfertigung. Also, ja, egal, was ihr haben wollt, egal, was ihr irgendwie braucht und sucht. Fragen, sagen, nur sprechen den Menschen kann geholfen werden. Und wie gesagt, also ich möchte halt erstmal sehen, dass ihr an irgendein Becken rankommt, wie ich, von den Größen her, wo ihr sagen müsst, ich muss zum Zayak und brauche eine Sonderanfertigung. Also, wie gesagt, hier, das Ding ist bescheuert ausgewählt. Ne? Wie gesagt, findet hier erstmal ein Becken, das ihr nicht findet. Über so Sachen hier wie Dogfood und Barfing kann ich euch natürlich nichts erzählen. Sieht aber interessant aus. Aber in dem Fall. Normalerweise müsste ich ja jetzt echt nochmal hier noch einige mal mitnehmen, aber es sind 4 Stunden bis nach Hause, wenn alles gut läuft. Bis dahin stört mir halt alles. Der Norbert kostet jetzt hier 14,99 nicht mehr. Das heißt, der ist günstiger im Internet als hier im Laden. Ja, dann wisst ihr das auch mal. Ich hatte heute noch geguckt, der Plüsch-Norbert kostet im Internet 9,99. Schon fast wie beim Orgi-Welt, also Orgi-Shirt, also Lied. Kauf die beim Internet, das ist teuer. Ja, aber Internet hier ist günstiger. Ist ja richtig gut. Achso, da sind sie. Seht ihr, ich verlaufe mich hier auch schon. Ich war effektiv noch nie hier. Nein, Spaß. Uiuiui.
Chicks. Wie cool ist das, eine, ja, das ist ein Dogwash. Eine Hundewaschanlage. Ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Ich will auch da mal kurz rein, hier ist warm. Ganz viele Kitties. Ah, ja. Und da wird noch schon schön mit dem nächsten Nachbarn gespielt. Noch sind die süß. Na, Katzen haben wir ja auch zu Hause. Da brauche ich jetzt nicht nachgucken. Stimmt, ich habe euch ja meine Maine Coon noch gar nicht gezeigt. Generell habt ihr ein, zwei Tiere bei mir noch nicht gesehen, weil ich auch nicht der Meinung bin, dass es immer jeder sehen muss, was alles bei uns im Haus ist. Aber wenn es euch interessiert, also bei den Tieren, das ist ja kein Thema, schreibt mir einfach einen Kommentar unten rein und dann zeige ich euch mal meine Maine Coons. Großer Papagei. Hallo. Der ist ja riesig. Jo, hallo. Super intelligent und tolle Tiere. Schön am Spielen. Hier muss ich an einigen Stellen ein bisschen schneiden, falls ich es nicht tue und einiges halt ungeschnitten hochziehe. Dann seht ihr es ja, aber ich würde schon fast sagen, das wird sonst zu weit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie süß. Oh, oh mein Gott. Erdmännchen. Süße Geräusche. Hallo. Na du. Oh, Banbans sind so süß. Hallo. Gleich in der Heuraufe. Ja, ist wie bei Struppi damals. Muss man die auch nicht an der Seite fressen. Wir gehen einfach rein. Ja, mein Meerschweinchen hat das auch sehr gerne getan. Hoffst du, dass diese
waren die Katzen, glaube ich, drin. Ja, das ist ja wirklich dann meine Ecke. Ich will hier hin. Sind jetzt keine richtigen Rasse-Meerschweinchen, aber egal. Alle niedlich. Kurz ein Mitarbeiter vorbei. Okay, Weißbauchigel um die Uhrzeit ist eher nicht. Achso, da wird jetzt gelaufen. Zu zweit. Mr. Bubble und seine Klöten. Er ist am Schlafen. Da ist auch einer am Schlafen. Er ist ein bisschen ruhiger. Einer wird wach. Thank you.
an seinem Häuschen. Gucken uns dann da die Faunen und alles an. Und dann waren wir auch in eigentlich passierter Abteilung mal schnell drüber gegangen. Ich werde jetzt hier nicht über die Hundeprodukte gehen und welche das Hundefutter zeigen. Dafür könnt ihr selber mal den Zoo-Zajak besuchen. Aber dann waren wir mal im Grunde genommen überall mal und haben zumindest mal grob drüber geguckt. Ihr bekommt ja dann selber, wie ihr seht, der Laden ist viel zu riesig. Sehe ich noch andere Sachen. Habe ich vorher nicht gesehen. Also in dem Fall ist es immer ein Besuch wert. Direkt bei den Pflanzen. Ah ja, die Exoterrasse. Da war ja auch meins damals her. Soweit ich weiß, eins davon. Ja. Drei. Durchstecken und aufzutun. Ein Golfwut und alles und ein Vorzeigler. Mega. Ja. Das ist mal viel Heufutter. War
das sieht schon mies aus. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ich stelle euch mal kurz ein bisschen weiter runter. So. Uff. Ne? Uff. Ah, da ist einer, die ein Päckchen an. Gerade gebaut, wo wir das schon mal auf YouTube an ein, zwei Stellen gesehen haben. Wow. Grünleger und Legehühner, alles da. Oh. Diese Pelzigen sind so süß. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Meine Mama hat auch, glaube ich, eines davon. Oder hatte mal eines. Ich musste sie mal fragen, was sie im Moment alles an Hühnern hat. Pelzige Hühner halt. Oh Gott, sind die hübsch. Ja. Für euch ist es ein bisschen zu warm, ne? Hinter mir ist sich auch schon jemand am Beschweren. Mal gucken, ob wir gleich noch die chinesischen Schmuckenten finden. Die hätte ich halt echt gerne noch aufgenommen. Oh ja, schön. Noch mehr Pfauen. Ach, da sind sie. Natürlich finden wir sie auch hier. Schmuckenten. Ich habe nichts zu essen für euch. Geht bitte wieder. Boah, große Rotfedern habe ich hier auch drin. In meinem Teich. Oder in meinem Pool. Viel kann man da jetzt gerade nicht dran leider erkennen. Auch von der Seite glaube ich nicht. Ist halt sehr, sehr teichig das Wasser. Aber in China sagt man ja auch, ein etwas dreckiger Teich ist ein gesunder Teich. Also alleine schon von dem her habe ich das auch in meinem angesetzt, um mit der Algen und ich sehe nicht alles 100%, ist mir halt persönlich so egal. Ja, ist zwar nicht das Schönste für Nurscapes oder irgendwas, weil da wird sie ja jedes Tier und jede Pflanze gut drin beobachten können, aber ja. Hier wird es halt sehr, sehr sauber halt im Wasser. Das ist normal dann bei den Koi und den anderen Teichfischen. Aber Rotfedern brauchen jetzt nicht den mega sauberen Wasserbereich. Goldfische auch nicht. Die sind, wie gesagt, alle happy, wenn sie halt nicht auf dem Präsentierteller stehen. Die hier schon, die sind alle... Oh Gott, die kommen aber an. Also eins muss ich halt echt Zayak lassen, wie der Mann mit Fischen umzugehen hat und seine Mitarbeiter dementsprechend auch dahin gängelt, glaube ich, weiß er. Also guck mal, ich bewege mich, ich winke hier, ich mache alles und ja. Also mein Koi wäre jetzt schon weg.
Und meiner ist 30 Jahre alt und kennt den Menschen super gut. Wie alt sind die? Kein Jahr? Das ist ja der Wahnsinn. Oh. Butterfly-Keulen der Form. Ei Gott, Alter. Hallo. 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 Now. Now. Genau. Überall noch mehr und sollen wir noch die Schimani oder Slimani oder also diese schwarzen Hühner suchen? Ich glaube nicht, oder? Ja. Als ob, natürlich gucken wir mal kurz nach denen. Oder sind sie vielleicht auch gar nicht da? Auch echt schön gemacht. Da sind ein paar schöne Hühnchen. Hier sind ein paar. Die wollten mich verarschen. Zayak hat Kapibaras. Also so ein großes Meerschweinchen wollte ich schon lange haben. Hallo Wasserschweinchen. Also ich will hier mit rein einziehen. Kann ich? Darf ich? Norbert, wenn du das Video siehst, lass mich mit einziehen, bitte. Oh Gott. Und ja, ich habe schon fast einen ganzen Akku hier verfilmt. Und ja, die ganze SD-Karte schon komplett zu. Und ich habe jetzt nicht hier die 60er-Karten, die meisten YouTuber. Von wegen, ja, ich wechsle dann lieber zweimal und ist mir sonst zu teuer. Ich habe mir eine große 256er direkt geholt. Also ihr könnt euch ja denken, was ich an Material verfilmt habe. Und ich könnte immer noch eine Stunde reinhauen. Dann würde ich mal sagen, wie ich gerade erfahren habe, Norbert kommt doch noch mal um 5 Uhr, ungefähr in einer Stunde. Macht er mal kurz hier eine Runde. Und ja, dann gehen wir mal ganz kurz ihm Hallo sagen. Geben ihm noch das Geschenk einmal ab. Und ja, Glück im Unglück. Ja, mein Glück gerade war, eigentlich sollte um 16 Uhr ein YouTuber sein. Dann hätte ich gar keine Zeit mehr gehabt. Okay, ja, ich bin relativ spontan jetzt einfach erstmal runtergekommen. Ja. Und ja, wie die Leute sich ja auch noch gut erinnern können, wir haben uns ja damals zur Flut kennengelernt. Ja, und trauriger Anlass, ja, aber so wie es aussieht, haben sie es ja geschafft, ja. Sehr gut sogar mittlerweile. Und wir haben auch einige schöne Neuigkeiten in der Eifel runterbekommen. Und also es ist angenehmer sogar wie vorher an einigen Stellen, sogar mit der Bahn. Da man ja auch gerade neu Geld ausgibt, glaube ich. Dann macht man da auch ordentlich, ne? Dann hat man aus den Fehlern von früher gelernt, hoffentlich. Haben die für das Ahrtal auch aus den Fehlern gelernt, wenn das mal fertig ist. Aber ich glaube, ihr habt da noch ganz viel Baustellen und so. Ja, ne? Bei uns ist noch sehr, sehr viel. Auch riesige Schuttberge noch rundherum, ja. Wo ich gedacht hätte, die wären schon vielleicht weg. Aber ja, ich habe das ja gesehen. Ich war ja erschüttert, muss ich ehrlich sagen. Wir haben da ein Video drüber gemacht, als ich im Heuschrecken und so was geliefert habe und für Kollegen im Nahbereich. Und wir haben das Schlimme, die Katastrophe nicht im Film festgehalten, muss ich einfach mal dabei sagen. Sonst heißt dann nachher, der Zayak macht da wieder Katastrophentourismus und der will also, wie viele Effekte erhaschen, um viele Zuschauer zu kriegen, sondern wir haben uns ja wirklich nur konzentriert auf die Fahrt und auf unsere Gespräche und auf deine Anlage. Ne? Richtig. Das ist ja auch für die Leute gerade in dem Hobby. Ja. Da sind ja viele Leute genau. Gewesen, die es auch
gut genötigt hatten und sich auch sehr, sehr, sehr dafür bedankt haben. Ja. Dementsprechend habe ich auch etwas für Sie aus der Eifel mitgebracht. Aha. Das ist, ja. Dankeschön. Ist natürlich nicht ganz so gut über den Weg mit der Packung, aber... Aha. Da Sie immer so schön mit dem Roller hier unterwegs sind und... Ein Gürtelanhänger. Richtig, ein schöner Schlüsselanhänger von der Eifel. Ach ja, da steht auch Eifel drauf. Ja, schön. Ja, danke schön. Nichts zu danken. Toll. Also wir haben ja größtmöglich uns zu bedanken. Wie gesagt, ohne euch wäre ich niemals mit YouTube angefangen. Hätte auch das mit den Feuersalamandern nie zu Ende, also dokumentiert. Ja. Und das finde ich wirklich richtig toll. Also da auch nochmals vielen lieben Dank von mir. Haben Sie eine Sekunde? Wir haben filmen gerade. Einen Augenblick, wir sind sofort fertig. Sofort fertig, ja. Ja, also wie gesagt, für mich hat es ja einen riesen, ja, eine Änderung gegeben, womit ich dann auch für mich halt mich aus der Krise so ein bisschen rausholen konnte. Als YouTuber. Richtig, also was Neues zu tun gehabt, gute Ablenkung und gerade mit Tieren. Und sind dann schon ordentlich Abonnenten da, oder? 50, und ich muss sagen, gerade für den Anfang ohne Ahnung oder irgendwas. Ja, da ist ja immer ein ganz schwerer Weg, ja. Also schon relativ, ja, viel. Aber dann machen wir in der Überschrift mal den Namen Norbert Zajak mit rein. Dann denke ich mal, da zieht mit Sicherheit ein paar rüber. Vielleicht schickst du mir den Link, dann können wir den zumindest auf Facebook mal veröffentlichen. Gerne. Dass da mal ein paar mehr gucken. Mhm. Wird doch bestimmt spannend sein. Wollt ihr doch bestimmt auch alle schauen. Guckt euch das an. Ja. Okay. Dann, wie gesagt, vielen lieben Dank immer für die Hilfe. Und ich hoffe, ja, dass ich demnächst auch öfters mal hier vorbeikommen kann und weiter kräftig bestelle. Ja. Und ja, dann sehen wir uns dann natürlich auch nochmal. Dann wiedersehen. Dankeschön. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ja, dankeschön. Alles gut. Ich hoffe, euch hat es echt gefallen. Der Weg hierhin hat sich für mich definitiv gelohnt. Ich bin richtig happy gewesen, nochmal hier gewesen zu sein. Auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen enttäuscht, dass wir halt Norbert heute nicht sehen konnten. Dafür werde ich halt jetzt an der Info einmal das Geschenk für den Herrn Zajak mal mit abgeben. Das geben wir dann der Frau Zajak. Ich möchte jetzt auch noch nicht unbedingt jetzt mit der Kamera ihr die dann die ganze Zeit konstant ins Gesicht halten. Ihr seht das ja, dann könnt ihr dem Norbert auch nochmal sagen, Elli war hier und ja, auf Wiedersehen. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Zeit. Das Video ist natürlich um einiges länger geworden und ja, falls es euch gefallen hat, unten mal einen Kommentar rüber für die ganzen Fragen, die ich euch gestellt habe, oder ne, drückt das ein Abo-Button und ja, ich hoffe, ihr habt dann noch eine schöne Woche und ja, man sieht sich. Auf Wiedersehen, ne?